Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Heute machen wir Vitello Tonnato. Das ist ein altes italienisches Rezept, also keine Erfindung von mir, aber jeder bereitet es ein bisschen anders zu. Ich zeige euch, wie ich es mache. Das ist Kalbfleisch, 1 Kilo Kalbfleisch. Man kann auch Schwein nehmen oder Pute. Ich nehme immer Kalbfleisch. Suppengemüse, Nelke, Wacholder, Sternanis und Lorbeerblatt. Das füge ich zusammen, übergieße es mit kaltem Wasser, koche es 45 Minuten und wichtig ist, das Fleisch im Sud erkalten lassen. Erst rausnehmen, wenn es ganz kalt ist. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wie man die Thunfischsoße macht. Dazu brauchen wir Thunfisch, den habe ich ausgedrückt, also den Saft raus, Kapern, Sardellen, hartgekochte Eigelbe, Zitrone, Olivenöl, ganz wichtig, möglichst eins, was nicht so sehr streng schmeckt, und ein ganz bisschen Essig. Und jetzt legen wir los. Wir nehmen jetzt das Fleisch und tun es in den Topf. Und dann müssen wir das Suppengemüse dazufügen. Manche tun das Fleisch in kochendes Wasser, ich tue das einfach in kaltes. Ich weiß nicht, wo der große Unterschied ist. Dann nehme ich meine ganzen Nelken und Sternanis und Lorbeer und so weiter. Knoblauch, nicht geschält. Sellerie, hups, beinahe fallen gelassen. So, jetzt habe ich das mit kaltem Wasser aufgefüllt. Und auf den Herd, Deckel drauf und köcheln lassen. Köcheln. Also wie gesagt, die sind 800 Gramm, 45 Minuten, mehr nicht. Wir stellen jetzt die Paste her oder die Soße, wie immer ihr es nennen wollt. Kapern, 2 Esslöffel, 6 Sardellen, abspülen und so, sagt man immer, aber ich nehme das mit ein bisschen Öl, finde ich eigentlich sehr gut. Ruhig im Stück wird hier alles durchpüriert. Dann 2 Eigelb hart gekocht. Dann 8 Cornichons irgendwie zusammenhacken. Egal in welcher Form. Thunfisch, den habe ich allerdings ausgedrückt. Damit der Saft, das ist Thunfisch im eigenen Saft. Und den habe ich ausgedrückt. Also er ist ein bisschen trocken, weil wir wollen ja mit Olivenöl arbeiten. Der kommt rein. Ihr könnt übrigens die Rezepturen auf meinem Blog monika-fuchs-kocht.de nachlesen. Nochmal ganz genau. Der Saft einer Zitrone, einer ganzen Zitrone. Liegt ein bisschen an mir, weil ich mache immer alles gerne mit Zitrone. Ein bisschen Tick von mir. So. Jetzt Pfeffermühle. Frisch gemahlenen Pfeffer, wieder viel, ist allerdings auch so ein Tick von mir, ich benutze sehr viel Pfeffer. Jetzt, das müssen wir ein bisschen nach Gefühl machen, also erst einmal einen kleinen Schuss Essig, nur so einen kleinen Schuss und Olivenöl, das machen wir allerdings nach Gefühl. Kurz probieren. Fertig. Jetzt schneide ich das im Sud erkaltete Fleisch und zwar mit der Maschine, mit Hand kriegt man das gar nicht so fein. Soße bedecke ich das Fleisch und nicht vergessen die Ränder auch schön bedecken, sonst gucken die da so raus und wirken so trocken. So, das sieht jetzt natürlich so ein bisschen farblich so ein bisschen drüber aus. Würde man denken. Also packe ich mir schnell noch ein bisschen Rauke und dekoriere das, wie ich das immer nenne, das ist aber meine Erfindung, arabisch. Und zwar in Arabien habe ich gesehen, wo mein Mann gearbeitet hat und ich sehr viel gegessen habe und das probiert habe, da habe ich gesehen, dass sie in Arabien immer gerne so Schrägstriche auf ihre Platten machen. Jetzt
schräg hier rüber, meine arabische Deko. Das mache ich jetzt mal mit der Hand. Werden Kapern drauf gesprenkelt. Kapern. Manche Leute mögen sie, manche Leute mögen sie nicht. Ich finde sie hervorragend. So. Und fertig. Wie ich immer sage, die Gäste können kommen.